Der Kölner Druck hielt weiter an, aber Rosenheim ohne die verletzten Trattner, Arne, Lutz und Beerwanger stehen ganz geschickt in der Abwehr. Erneut eine große Chance für den KSC durch Nationalrechtsaußen Helmut Stark. Weiterhin ein überaus hartes und zerfahrenes Kampfspiel, viele Unterbrechungen und die Fouls gingen weiter. Hier schlägt der Kölner Torhüter heiß einen Rosenheimer Stürmer ins Gesicht, das alles keine Werbung für den Eishockeysport. Das zweite Drittel geht zu Ende mit einer neuen Kölner Tormöglichkeit. Und Friesen hält einfach alles. Fast regungslos steht er auf der Linie. Mit stoischer Ruhe bringt er die Gäste Stürmer zur Verzweiflung. Es bleibt beim knappen, aber überraschenden 1:0 für Rosenheim. Zu Beginn des letzten Drittels das gleiche Bild. Eklatante Schussüberlegenheit der Kölner, aber der deutsche Meister Rosenheim führt immer noch mit 1:0. Foulspiel des Kölner Verteidigers Tom Thornbury, 2 Strafminuten. Köln in Unterzahl. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Wie eine Erlösung nach über 40 Minuten. Der Kölner Ausgleich zum 1:1. Vorlage Sikora und dann Kwasigrow zum ersten Mal Friesen bezwungen. Wenige Minuten später, erneut Köln in Überzahl, 2 Spieler mehr auf dem Eis, die große Möglichkeit zur ersten Führung, Steiger auf Lutzig, Direktschuss 2:1 für Köln. Dann glaubten alle, die durch Strafzeiten strapazierten Rosenheimer seien kräftemäßig am Ende. Aber Fehlanzeige, jetzt mussten sie kommen. Höfner, Franz und Senior Busa erzielt den 2:2 Ausgleich. Plötzlich wurde erstmals richtig flüssig Eishockey gespielt, weniger Unterbrechungen als vorher und die Kölner offensichtlich geschockt nach dem Ausgleich. Hilger Querpass auf Schöwen, 40. Saisontor für den Kanadier, 3:2 für Rosenheim. Damit aber noch nicht genug. Die Kölner von Nielsen noch einmal neu eingestellt, setzten alles auf eine Karte. Wieder der gefährliche zweite Sturm nach dem Foul von Kwasigrow erzielt Sikora den 3:3 Ausgleich. Welch eine Dramatik. Nach Brandl und Meitinger, dann auch noch Kwasigrow verletzt in die Kölner Kabine, aber er kam später zurück. Es blieb beim 3:3 nach regulärer Spielzeit, in der Verlängerung ebenfalls kein Tor. Und dann Schorsch Franz, der Nationalspieler zum 2:1 für die Rosenheimer, insgesamt also 5:4 für Rosenheim. Und jetzt muss Berry treffen für Köln, sonst ist Rosenheim Sieger. Und er verschießt. 4 Penalties hält Karl Friesen, der Held des Tages. Rosenheim gewinnt gegen Köln 5:4. Weiter mit Jochen Spanzel. Welche Dramatik?